Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum Jungfrauzeitung Panorama heute aus Thun. Wir folgen die zwei Beiträge heute für eure Sendung. Die Stadt Thun hat am Wochenende Adventszeit eingeläutet und an einer Medienkonferenz hat man neue Massnahmen präsentiert, um das Verkehrsproblem in Thun anzugehen. Am Wochenende hat man in Thun auf dem Rathausplatz den neu geschmückten Weihnachtsbaum präsentiert. Das diesjährige Motto ist «Drei Nüsse für Aschenbrödel». Die Live-Musik und die verschiedenen Essensstände haben zahlreiche Besucherinnen und Besucher angelockt. Mein Kollege Ben Abegle hat mit Alain Marti, dem Präsident der Innenstadtgenossenschaft Thun City, geredet. 4, 3, 2, 1. Ja, ich glaube, wir dürfen stolz sagen, dass wir sicher einen der schönsten Tannenbäume in der Schweiz haben. Und die Leute wirklich in die Innenstadt kommen, für den wunderbaren Baum anzuschauen. Und wir haben dieses Jahr einen neuen Schmuck. Wir hatten ein Crowdfunding. Mit weit über 100 Leuten haben uns unterstützt, dass wir hier einen neuen Schmuck anschaffen konnten. Unter dem Thema vom Aschenbrödel, drei Nüsse für den Aschenbrödel. Und ja, mit mega Freude haben wir auch dieses Jahr wieder so einen schönen Baum. Jetzt gibt es so Menschen, die sagen, ja, man sollte das nicht machen, wenn man die Energie sparen. Ja, das ist ja nicht unberechtigt. Und wir haben ja dem auch Rechnung getragen, respektive Thun City, die ja verantwortlich ist für den Baum, für das Schmücken, auch für die Weihnachtsbeleuchtung. Und sie haben da die Betriebsseite eingeschränkt und da kann man Energie einsparen. Da sind wir uns bewusst. Auf der anderen Seite, ich glaube, es ist auch nicht richtig, wenn wir jetzt einfach alles abstellen, weil wir wollen ja auch das regionale Gewerbe fördern. Wir wollen ja hier auch ein bisschen zusammenkommen. Und es ist halt auch wichtig, wenn wir eine gute Ambiance haben in unserer Innenstadt und wenn die Leute nachher hier ihre Einkäufe tätigen und nicht an einem anderen Ort hergehen, dann können wir ja auch sagen, das trägt eben nachher auch dazu bei, dass wir die Ressourcen schonen können. Also es ist immer ein bisschen Abwägen und da haben wir, glaube ich, einen guten Mittelweg gefunden. Wir bleiben gerade zu Thun. Das Verkehrsproblem ist ein Dauerthema. Die langen Staus beschäftigen Leute, Politik und Verkehrsplaner schon seit vielen Jahren. An einer Medienkonferenz haben die betroffenen Gemeinden neue Massnahmen präsentiert, die dafür sorgen sollten, dass es in Zukunft weniger Staus gibt. Dann kann man da damit rechnen, dass die Versuchsphase auch aufgeleitet wird? Also die Vorbereitungszeit, planerisch, Variantenstudium noch, Messkonzept, Evaluationskonzept, das ist das eine. Auf der anderen Seite kommen noch zwei Baustellen, Strassenbaustellen auf uns zu. Die eine fährt gerade Anfang Februar an, die andere Anfang April. Der genaue Fahrplan von diesen Baustellen wird Anfang Jahr kommuniziert. Da sind wir noch in der Feinjustierung. Das hängt letztlich an der Baudauer von diesen Baustellen. Den Versuch können wir sicher nicht im 23. starten, weil so viel kann man sagen zu der Bauzeit von diesen Baustellen. Einfach anschliessend so rasch wie möglich. Sie selber sind Sie zuversichtlich, dass Thuner Autofahrer künftig weniger im Stau stehen werden? Es geht nicht nur um Thuner Autofahrerinnen und Autofahrer. Wir machen das ja gemeinsam, insbesondere im Interesse des rechten Seeufers. Der hat die Frage wahrscheinlich so verstanden. Ich bin zuversichtlich, unser Gemeinderat auch. Wir haben einen Kredit gesprochen, jetzt im einen Fall 130'000 Franken, Lauitor, im anderen Fall planerisch 190'000 Franken. Da wird es noch Kostenteiler geben. Das hätten wir nicht gemacht, wenn wir nicht eine Zuversicht hätten, dass wir uns von dem etwas dürfen versprechen. Jetzt geht es ums rechte Thuner Seeufer. Steffisburg ist jetzt auch dabei. Wieso alle? Ja, der grösste Teil des Verkehrs, der von der rechten Seeseite kommt, geht irgendwo gegen Richtung Spital hoch und nachher gegen Steffisburg. Klar hat es einen Teil, der nachher irgendwo um die Stadt herumdreht, aber alles, was auf Steffisburg kommt, ist natürlich nachher für uns wichtig, ja, wie weiter. Und dort ist für uns ganz wichtig, dass wir im Boot drin sind, dass wir helfen können, mitsteuern. Und ja, gerade was in diesem Lauitor-Kreis passiert, Stimmen sind gekommen, ein Linksabbiegen verboten, wenn man von der Stadt herkommt. Das wäre für uns eher schwierig geworden.
Und ich glaube, so haben wir jetzt eine Lösung. Ja, wenn man auf der einen Seite die Einbahn aufhebt, dass das für Steffisburg neue Möglichkeiten gibt. Schlussendlich ist es so, jeder, der irgendwo Richtung Thun geht oder Richtung Steffisburg und nicht das Auto nimmt, ist ein Auto weniger und verursacht weniger Stau. Und das ist sicher ein wichtiger Ansatz, wo jeder für sich muss schauen muss, wenn brauche ich das Auto, wenn will ich das Auto nehmen, wenn ist es mir wichtig und wenn sage ich, nein, jetzt ist es nicht nötig. Und ja, da müssen wir realistisch sein. Wenn der Verkehr so zunimmt wie in den letzten 10, 15 Jahren, dann werden die Probleme nicht kleiner. Sind wir gespannt, ob die neuen Massnahmen das Verkehrsproblem in Thun und Umgebung werden lösen oder nicht. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Weitere Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr auf www.jungfrauzeitung.ch. Die Kollegen von Meteo News präsentieren euch im Anschluss noch das Wetter. Ich danke euch vielmals für Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Jungfrau-Zeitung. Einen schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau-Zeitig-Wetter für den Kanton Bern. Auf der Rückseite von der Kaltfront ist es vorübergehend freundlicher geworden, aber schon im Verlauf des Tages sind von Westen her neue Wolkenfelder aufgezogen. Das Mal ist es eine Warnfront. Und dass wir ziemlich dynamisches Wetter haben im Moment, das zeigt uns der Blick hier auf Satellitenbild. Wir haben hier rege Tiefdruckaktivität über dem Atlantik. Wir sehen hier auch die langgezogene Störung. Zuerst jetzt eben die Warmfrontbewölkung, die uns beschäftigt, die Nacht auf morgen. Da kommt dann wieder eine Kaltfront daher. Das heisst, es wird wieder zeitweise am Nassschäbengrenze steigt zuerst auf knapp 1500 Meter, sinkt bis am Morgen wieder gegen 1000 Meter. Und dann starten wir morgen mehrheitlich bewölkt in der Zeit. Vor allem im Oberland gibt es auch noch ein paar Tropfen oder ab etwa 800 bis 1000 Meter Flocken. Die Temperaturen morgen früh die liegen zwischen etwa 4 und 5 Grad. Am Nachmittag gibt es zum Teil auch ein paar Auflockerungen im Flachland. Da ist es mehrheitlich trocken. Am ehesten können Sie im Oberland dann dort noch mal von einem Spritz Regen oder ab knapp 1000 Meter ein paar Flocken Längen und Temperaturen mit Auffrischen im Südwesten, in Bern beispielsweise bei 7 Grad, in Interlaken oder in Brienz, da haben wir 7 bis 8 Grad. Ja, und es geht mit diesem wechselhaften Wetter weiter. Mittwochvormittag da ist es zuerst noch freundlich, es gibt zum Teil noch ein paar sonnige Abschnitte, aber dann nehmen die Wolken wieder zu und von Westen setzt Regen ein, die Grenze steigt gegen etwa 1400 Meter. Der Donnerstag der startet wahrscheinlich noch unbeständig und nass. Tagsdurch setzt sich aber von Westen her mehr und mehr die Sonne durch. Die Temperaturen die steigen auf etwa 9 Grad und am Freitag ist es aus heutiger Sicht wechselhaft mit gelegentlich ein bisschen Regen. Die Grenze zwischen etwa 1000 und 1300 Meter aufs Wochenende. Da wird es aus heutiger Sicht ein bisschen freundlicher nach dichteren Wolken. Setzt sich am Samstag mehr und mehr die Sonne durch. Am Sonntag haben wir dann wahrscheinlich Nebel oder Hochnebel in den Bergen. Da ist es aber häufig sonnig. Wie immer halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Jetzt wünsche ich euch einen ganz schönen Feierabend. Und wieder schauen miteinander.